Prinz William, er ist wegen Prinz-Memoiren am Boden zerstört. Dass Prinz William, 40, dank seines Bruders gerade keine einfache Zeit durchmachen wird, ist wohl allen klar. Als hätten die Anschuldigungen und Vorwürfe in diversen Interviews nicht schon gereicht, holt Prinz Harry, 38, in seinen Memoiren Sparre noch einmal zum Rundumschlag aus. William wird darin als Harrys Erzfeind beschrieben, der ihn körperlich angriff und ihn zusammen mit seiner Frau Catherine, Prinzess of Wales, 40, dazu anregte, das skandalöse Nazi-Kostüm zu tragen. Wie soll der britische Thronfolger damit nur umgehen? Experten sind sich sicher, dass eine Versöhnung zwischen Harry und seiner Familie damit so gut wie ausgeschlossen ist. Royal-Expertin Katie Nicholl hat eine Ahnung, wie es William in diesen Tagen geht. William ist insgeheim am Brodeln und am Boden zerstört von dem, was Harry getan hat. Und er kann Harry einfach nicht verzeihen, was er geschrieben hat, beschreibt sie Williams wahrscheinlichen Gemütszustand gegenüber Page 6. Natürlich war allen klar, dass Harry in seinem Buch nicht gerade zimperlich mit seinen Verwandten umgehen würde. Doch dass der abtrünnige Prinz so scham- und respektlos vorgehen würde, hat selbst die Royal Family verblüfft. Sie waren überrascht von der Detailgenauigkeit und davon, wie weit Harry bei all dem gegangen ist, sagt Nicholl. In einem Interview sprach Harry gerade erst davon, seinen Vater und seinen Bruder zurückhaben zu wollen. Doch dieser Wunsch geht mit seinem Verhalten überhaupt nicht überein. Die Idee, dass er seinen Vater und seinen Bruder zurückhaben will, scheint einfach so unvereinbar mit seinem Verhalten und dem, was er sagt. Ein so wenig schmeichelhaftes Bild der königlichen Familie und eine sehr geschmacklose Seite seines Bruders und eine gleichgültige Seite seines Vaters zu malen. Punkt, es scheint einfach nicht die Art eines Mannes zu sein, der versucht, sich mit seiner entfremdeten Familie zu versöhnen. Es fühlt sich wirklich an, als wäre eine Grenze überschritten worden. Anführungszeichen. Verwendete Quellen, page6.com